Das Highlight, der Showdown, das Salz im Süppchen. Hier, wo mal die Albatrosse die Ränge füllten, spielen traditionell die Rollstuhlbasketballer ihr Finale bei Jugendtrainiert für Paralympics aus. Auf dem Parkett kämpften die Berliner von der Marianne-Buggenhagen-Schule gegen die Jungs und Mädels von der Werner-Dicke-Schule aus Hannover um den Bundespott. Das begeistert. Immer wieder geil, also jedes Jahr aufs Neue. Geil! Nice! Nice! Gute Stimmung. Die Berliner sind das zweite Mal in Folge im Finale nach der Silbermedaille 2014, sollen nun Gold in der Hauptstadt bleiben. Doch das wird nicht ganz so einfach. Die beiden Teams trafen in der Vorrunde bereits aufeinander. Da gewannen die Niedersachsen mit 12-10. Nun werden die Karten also neu gemischt, denn im eigentlichen Volleyballtempel tobt der Bär. Ist ja bombastisch, wie man sieht, ne? Also haben alle geklatscht, war super. Also man hat sich selbst nicht mehr verstanden auf dem Spielfeld, so muss es sein. Die Kulisse wirklich top und mit der im Rücken rollt Berlin in Grau erstmal über die Defense der Niedersachsen. Philipp Ruprecht fährt an der kompletten Abwehr vorbei und versenkt den ersten Ball im Korb 2-0. Aber was Berlin kann, können die Hannoveraner schon längst. Cem Seker findet Anna-Lena Henning und die mindestens genauso gut wie die Jungs. Drin das Ding 2-2. Aber hier spielen nicht nur Jungs und Mädels zusammen, manche der Teilnehmer können eigentlich auch laufen. Da gibt es viele Beispiele im Behindertensport, wo das so ist, wo Nichtbehinderte oder diejenigen, die eine leichte Behinderung haben, mit denen, die eine schwere Behinderung haben, zusammenspielen können. Und das ist ja eigentlich, das ist ja das, was den Sport ausmacht. Nicht nur den Behindertensport, sondern insgesamt den Sport. Dass man Menschen zusammenbringt und die zusammen Sport machen können. Klasse Sache also. Philipp Ruprecht ist übrigens einer der Spieler ohne Gehbehinderung und gemeinsam mit seinen Teamkumpels nimmt er ordentlich Fahrt auf und hat erneut die nötige Präzision. 6-2 zur Pause führen die Berliner dann mit 8-2. Durchatmen für die Spieler und Zeit für uns mal kurz ins Spielplatz 3 zu schauen. Das fand vor dem Endspiel statt. Da wollte der Titelverteidiger von der Stephen Hawking Schule wenigstens Bronze holen und das gelang auch. Baden-Württemberg stand stabil in der Defense und vorne waren sie den Tick erfolgreicher. So schön kann Bronze sein. Triple geschafft. Ich war vorletztes Jahr Zweiter, letztes Jahr Erster und jetzt Dritter. Und jetzt habe ich alle Medaillen. Dieses Ziel haben auch die Hausherren. Zum Triple fehlt einigen der Spieler noch der Turniersieg. Und nach dem sieht es auch nach der Halbzeit wieder aus. Hannover kämpft zwar doch beim Stand von 14-5 für Berlin. 2 Minuten vor Schluss kann man es auch nicht mehr verheimlichen. Die Hauptstadtjungs gewinnen hier das Ding. Geil! Geil, richtig geil einfach nur. Wir haben letztes Jahr den zweiten Platz sicher gemacht und dieses Jahr wollten wir uns zusetzen, dass wir den ersten schaffen und jetzt ist es passiert und wir freuen uns alle. Und Einfach nur geil, richtig gut. Ich freue mich auf jeden Fall, vor allen Dingen gegen so ein geniales Team zu spielen, macht halt schon Spaß. Und bitte sehr in der Halle, wer freut sich dann nicht? Jungs und Mädels mit und ohne Handicap teilen gemeinsam die olympischen Werte und die ganz besonderen Momente, die keiner von ihnen vergessen wird. Das ist Rollstuhlbasketball und das ist Jugendtrainiert für Olympia und Jugendtrainiert für Paralympics.